Hallo Leute, ich heiße euch zu einer brandneuen Folge Trains in World 4. Herzlich willkommen. Ja, es ist nun endlich auch auf meinem Kanal der vierte Teil, das Upgrade von dem dritten Vorgänger. Und wir starten auf der österreichischen Strecke Vorarlberg mit dem Talent 1 in der Unendlackierung, die ich selber gestaltet habe und sie gleich auf der Fahrt nutzen wollte. Ja, okay, vielleicht also sieht man. Ja, jetzt sieht man die Schriftzüge. Wir sind als Linie S1 unterwegs und erkunden den ganzen Spaß quer durch die Karte. Für Leute, die sich hinterfragen, wie das Design eigentlich aussieht. Bitteschön. Ihr habt ja eure Antwort. So. Aber wir quatschen nicht mehr lange. Wir lassen die Türen auf. Oder machen sie auf. Besser gesagt, unser Interface wird eingeblendet. Ich bin nur leicht über dem Fahrplan mal wieder. Aber nur leicht. Ganz leicht. Nun Tegel. Ticken. Ticken wollte ich sagen. Ja. Aber das hält einen so wie bin gut. Jetzt vorne vielleicht nicht so, aber. Ja, okay. Vorne ist nur diese graue Extra-Erweiterung, dass ich das Logo da irgendwie noch mit hinzufügen könnte. Was. Dass ich mein Kerzen eigentlich auf Glas machen? Nein! Kein Manns nicht! So, Tür schließen. Wir sitzen drin. Und geben auch schon unsere Leistung hoch. So, Gleiswechsel im Bahnhof. Ist auch für mich ein Thema. Wo ich mich sträube, ist gut zu finden. Aber die Idee dahinter verstehe. Ich verstehe die Idee dahinter. Ja. Heißt sie gut? Nein. Ist für mich immer wieder ein leichter Streitpunkt. Also, ja, but no. Wollen wir doch mal auf Strecke unsere komplette Geschwindigkeit mal rauslassen. Ob wir das in den nächsten Kilometern überhaupt noch schaffen. Ja, Beschleunigung wird schon mal gut. Und ja, wie ihr seht. War ich motiviert, Videos zu machen, Daily? Wir schauen mal. Paar Tage her, aber nur ein paar Tage. Also, ja, kann man besser machen, aber Zeitwettausbildung macht auch immer wieder Freude. Ja, richtige Baureihenbezeichnung hatten wir jetzt auch gesehen. Es war die 4024, wenn ich jetzt schnell genug gesehen habe. Hoffentlich, ich habe sie schnell genug gesehen. Schon mal unser erster Halt. Das ist doch wunderbar. Leute werden sagen, ein bisschen zu abrupt, aber es geht. Ja, ich wollte doch nur schon mal auf neutrale Pose sitzen. Danke für die Einführung. Oh, aber so verspätet bin ich jetzt auch nicht, wenn ich jetzt gut dabei bin.
Dürfen wir regeln? Ja, kriegen wir hin. Ich will ja noch weiter. So, und Abfahrt. Eins ist ja auch interessant, was ich ja gelesen habe. Der Weihnachtszug soll wiederkommen. Nach 15 Jahre Pause ist eine, sage ich jetzt schon mal, so eine kleine Erfolgsgeschichte wieder am Leben. Leute aus Brandenburg-Fans zu 50, 70, 90% sagen, yep. Leute aus Berlin so, die Weihnachtszug ist wieder da. Tralalalala. Weil da steckt immer noch Liebe dahinter. Ich meine mal Altbauwagen. Altbauwagen als Weihnachtszug. Das ist Liebe. Liebe, sag ich. Und bin ja überlegen, ob ich mir da Fahrkarten hole, um da mitzumachen bei der Rundfahrt. Das wäre die Strecke Grünau, eine Runde über dem Ring. Und dann wieder zurück nach Grünau. Wäre lustig. Überlege ich immer noch, ob ich da, da wirklich mir Fahrkarten hole. So, da wollen wir auch schon mal zur nächsten Station reinholen. Und ich komme pünktlich. Das sind gut geschriebene Fahrpläne. Wie willst du die Pünktlichkeit erhöhen? Richtig? Mach einfach Start-End-Punkt weiter höher. Dann fällt die Verspätung nicht mehr auf. So Leute, ihr habt 8 Sekunden Zeit. Steigt schnell ein, steigt schnell aus. Noch ein freudiger Altlackierung. Der Talent One auf Gegenspur. Aber ja, okay. Mit Doppeltraktion macht das Design vielleicht ein bisschen mehr Sinn, aber ich weiß nicht so, das alte ÖBB-Design, ja, klar, aber so, dass die Striche alle in einer Richtung so nach von oben links nach unten rechts zu gehen, verstehe ich nie so richtig. Weil es würde vielleicht Sinn machen, mit als Doppeltraktion so. Aber sonst sehe ich da gerade immer noch nicht den Sinn dahinter. Wieso? Gut. Design kann man ja immer noch lustig entscheiden, wie man dann will. Das ist gut. Akzeptieren wir mal so. Ja, sagt er und denkt immer noch drüber nach. Warum? Chillig. Ganz ehrlich. Ach ja. Weil man richtig wieder Ausbildung, Transit bzw. Energie sammelt von allen. Und um überhaupt da das Ganze überhaupt zu lernen, zu verstehen. Vielleicht auch mit seiner dicken Wampe einfach mal wieder auf den Tisch legen. Gut. Hätte jetzt nicht erwartet, dass ich dadurch den Spitznamen Relaxo kriege. Also, wollte den Spitznamen, wollte ein bestimmtes Pokémon und es ist zufällig Relaxo. Einfach fragen, ob man alles in der Pause machen kann. Legt euch auf 3 Tische schön breit hin. Und so am Ende bauchfrei. Dann kriegt ihr zu 100% den Namen Relaxo. Wäre ja nicht so, als ob es bei mir so passiert wäre. Nein, nur ganz zufällig. Nur ganz zufällig, dass es so mir passiert.
Aber ich meine, ich lerne gerade das Pokémon richtig lieben. So, eigentlich so von Pokémon her bin ich Old Generation beziehungsweise Mainstream Lurak. Ich bin großer Freund beziehungsweise von Fabelwesen eher Drachen, weil ich ein großer Freund. Und jeder, der mir jetzt schreit, dass Glorak kein Drachentyp hat, den kann ich sowas von lieb haben. Glorak Form X. Na, was für ein Typ hat er? Oder hier in der Mega-Entwicklung, da war es doch auch irgendwie Typ Drache. So. Ach ja, ich weiß, dass ich die Falschwerte noch quetschen werde. So. Ja. Ich weiß, du hast da irgendwelche Zeken. Der Zug geht heute vorne. Ich wüsste gerne wissen, warum der Hauptstädte rausgeflogen ist. Also, woran hat es jetzt zwischen gelingen, dass der Hauptstadt rausgeflogen ist? Ich meine mal, war ich jetzt zu schnell auf einer bestimmten Stelle? Habe ich irgendwas vergessen? War ich irgendwie mal wieder wie der letzte Henker und ich weiß, hat mir gesagt, das wäre keiner wegen Freundlichkeit? Weg da von der Tür, bitte weg da. Hey, jetzt bitte von der Tür weg, ich mach nicht mehr auf. Also geh da mal weg, ich fahr weiter. So. Sie haben es eilig. Sehr schön. Wenn Sie nicht mitbekommen haben, ich fahre gerade 20 km/h und ich hab's eiliger. Auf Wiedersehen. Ihre Deutsche Bahn. Oh, der nächste Punkt. Wenn da steht 1,2. Und jedenfalls habt ihr mir gesagt, wow. Der nächste Halt ist 1,2 entfernt. Also, jetzt habe ich Fragen. Jetzt habe ich große Fragen und schöne Fußballfelder rechts. Das ist schon mal Pluspunkt. Oh, ein Regionalexpress in der Richtung. Einmal rein, einmal raus. Zeit habe ich ja nicht viel. Und warum ihr jetzt unbedingt da so stehen wollt, habt ihr mal die Farbe nicht richtig zugewiesen oder so? Ja, da steht schon Busbahn, das ist schön. Und manchmal hinterfrage ich Haltestellen. Haltestellen hinterfrage ich immer gern zugunsten. Immer. So. Ihr wartet noch rein. Ihr habt die Chance.
Jetzt habt ihr zugetürmt. Was sollen wir machen? Ach, ich soll Bremsen lösen, habt ihr gesagt? Ich soll die Leistung auf 31% stellen? Ich soll abfahren? Ach, gnädig. Ach, ihr seid mir ja, ich seid mir so herzallerliebst am liebsten so. Ihr wollt, dass ich also schneller losfahre. Ihr wolltet den Zug nicht. Das so, kein Problem. Das kriege ich sehr gut hin. Keine Sorge. Mache ich sofort. Mache ich sogar jetzt vor Ihren Augen als bester Service. Freude. So. Über 4 Kilometer? Und ich darf meine 140 ausfahren. Das nenne ich jetzt doch mal wieder ein Träumchen. Aber habt ihr auch irgendwie so Bahnsteige, wo ihr wisst, so, da hält ein Zug an. Aber es sieht wie die komplette Walhei aus. Beziehungsweise Ghost Cities. Hier habe ich hier hinten noch den nächstbesten, freshste Regionalbahn an, die bei euch nicht rumfährt, aber natürlich. Die neuesten Regionalbahnzüge fahren natürlich dorthin, wo keiner will. Wäre zu einfach. Einfach zu einfach. Nein. Wir schicken die dorthin, wo die kaum gebracht werden. Können sagen, so viele sind in der Burg. Im Fahrgastbetrieb. Ja, sicher. So. Ich bin mal wieder zu schnell. Zwei Kamera können wir auch wieder runter, runterjucken. Ich kann generell den Hebel auf der Bremse lassen. Beziehungsweise, ganz genau, 3 Kilometer sind wir ja gleich da. Links dort, da kann ich ja schon mal gemütlich abbremsen. Komm. Dann wollen wir mal. Da ist der Halt, da ist mal wieder. Und hier sieht es auch wieder so hart aus, als ob hier ein Bahnhof definitiv Sinn macht. Aber manchmal. Aber wirklich, das wundert mich öfters mal so. Man sieht irgendwie so verlassene Orte. Fragt sich so. Okay, wer wohnt hier? Auf einmal kommt so ein Fahrgast um die Ecke so. Können Sie mal sagen, wann der nächste Zug kommt? Du. Wunderlich so, what? Hier lebt noch jemand so? Ja, ich wohne hier so 10.000 Kilometer kurz weiter links. Aber hier ist der Bahnhof so am schönen ersten. Du verwunderlich so, dass, warum noch keine U-Bahn-Strecke zu ihm gebaut wurde. Yep. So eine Bahnhof meine ich. So. Die nächste Station ist denn wieder Fahrradtausch. Ich glaube, heute ist kein guter Tag. Du uns ließen. Und abfahrt. Aber auch nicht. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Diese Baden-Württemberg-Sticker. Hatte ich mal welche? Wimmerloh lustig, dass es die mit dem Spruch gibt, mit derselben Form, mit derselben Farbe. Wo der einfach nur drauf steht. Nett hier, aber waren Sie schon mal in Berlin-Neukölln? Oh, ich kann es mir wirklich vorstellen, dass viele Leute diesen Bezug umfahren. Besonders nachts. Ich kann es mir kaum vorstellen, warum. Nein. Nö. Und dann hatte ich so überlegt, so, nett hier, aber waren Sie schon mal Altschmöckfitz? Das sind wirklich Orte so. Wo man 10-mal überlegen muss, gibt es den Ort wirklich?
Existiert er? Hat er mal existiert? Wurde er abgerissen? Was ist damit passiert? Genau so eine Typ ist das so ungefähr. Feldgirchen unsere Ablösung wartet. Aber nicht hier. Was ich will sagen. Gefällt mir richtig. Weil sein war. Das ist 90 Begrenzung. Warum sagt mir das keiner? So, vielleicht ein bisschen nicht. Oh, jetzt habe ich so Schock schon fast den Hype verpennt. Bremsen, noch mehr Bremsen, sehr viel Bremsen. Schau, die Bremsblöcke neu gegen das Rad. Aber Bremse! Sehr geehrte Fahrgäste, heute auf C4. Wait a second. Little bit sus. Sus. Aber hey, an so einem Bahnhof kann man ja die Folge gut enden lassen. Mit Kollege Snus so da hinten. Na gut, Leute. Ich bedanke mich für den ersten Teil der. Entschuldigung. Für den ersten Teil. Zweite Woche war auch schön. Lass mich ausreden. Danke, dass ihr meine Fahrgäste wart. Danke auch dafür, dass ihr zugestiegen seid. Ich hoffe, ich sehe euch beim zweiten Teil wieder, der noch aufgenommen wird. Yay. Die komplette Strecke fahren und den Spaß beim Cutten haben. Yay, Macarena. Ai. Dann habt ihr Traum auf die Zeit und setzt ihr um. Nun.